Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Let's Code Swift. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde, das freut mich sehr. Wir sind weiterhin beim Thema Vererbung und ihr seht, ich habe einen Ausschnitt aus dem kleinen Codebeispiel aus der letzten Lesson mal hier in diesem Playground für diese Lesson stehen lassen, denn beim letzten Mal hatten wir das Thema, wie man Eigenschaften und Funktionen einer Superklasse in eine Subklasse überschreibt. Das haben wir hier kennengelernt, mithilfe des Schlüsselworts Override, dass das möglich ist und wie das funktioniert. In dieser Lesson geht es darum, wie man genau ein solches Überschreiben von Eigenschaften und Funktionen einer Subklasse verhindert. Denn es mag Situationen geben, in denen eine Superklasse Eigenschaften und Funktionen deklariert, die eben nicht durch Subklassen überschrieben werden sollen. Das hat immer dann seinen Sinn, wenn diese Eigenschaften beim Aufruf immer den Code ausführen sollen, der in dieser Superklasse festgelegt ist. Also wenn es keine alternative Implementierung für diese Eigenschaft oder Funktion geben darf. Das kann man eben auch festlegen in Swift. Und das sorgt dafür, dass ein solches Override einer entsprechenden Eigenschaft und Funktion nicht mehr möglich ist. Ja, das ist dann verboten. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr, die entsprechende Eigenschaft oder Funktion in einer Subklasse zu überschreiben. Das ist einfach technisch nicht möglich. Da müsste man eine alternative Methode anbieten, dort die Logik reinpacken, die man braucht. Anders geht es nicht. Und ja, um das Ganze zu demonstrieren, passt mal auf, ich kommentiere das hier gerade erstmal aus. Wir haben jetzt also hier einfach wieder zwei Klassen. Wir haben die Klasse Vehicle, die hat eine Methode printInfo und wir haben die Klasse Car, die von Vehicle erbt. Soweit, so gut. Und jetzt wollen wir aber festlegen, okay, pass auf, Printinfo soll von Subklassen von Vehikel nicht überschrieben werden können. Das darf nicht sein. Wenn Printinfo aufgerufen wird, soll immer, das ist ein Fahrzeug ausgegeben werden und sonst nichts anderes. Und um das zu tun, gibt es das sogenannte Schlüsselwort Final. Mit Final können wir Eigenschaften und Funktionen, also auch Properties, deklarieren. Und das gibt eben an, okay, pass auf, wenn eine Subklasse von dieser Klasse erstellt wird, über die kann problemlos, ja, über die Instanz dieser Subklasse, diese Methode aufgerufen werden, gar kein Thema, aber die Subklasse kann diese Methode nicht überschreiben. Sie ist final, wenn man so will. Daran darf sich einfach nichts mehr ändern. Diese Implementierung steht. Eine andere darf es nicht geben. Und wir sehen auch, soweit ist alles gut. Ich mache mal hier eine Instanz der Klasse K, um das gerade zu demonstrieren, dass ich weiterhin problemlos Printinfo aufrufen kann, so wie wir es ja auch schon in der ersten Lesson zur Vererbung kennengelernt haben. Wir sehen, es wird hier ganz wie zu erwarten, das ist ein Fahrzeug über die Konsole ausgegeben. Also das ist jetzt soweit nichts Neues. Was jetzt neu ist, gerade im Vergleich zur letzten Lesson, wenn ich jetzt hier diesen Code schreibe, genau wie wir es beim letzten Mal kennengelernt hatten und sage, okay, pass auf, ich möchte hier in der Subklasse K die Methode Printinfo überschreiben und eine eigene Implementierung anbieten, sehen wir schon, dass uns Xcode hier einen Error um die Ohren schmeißt, indem es hier sagt, Instance Method overrides a final Instance Method. Und genau das dürfen wir eben nicht. Diese Methode ist als final gekennzeichnet, also kann und darf ich die in einer Subklasse nicht überschreiben. Und K ist nichts anderes. K ist eine Subklasse von Vehicle. Vehicle sagt, die Methode ist final, also darf ich die hier in einer Subklasse nicht überschreiben. Das ist ein Fehler. Ja, Freunde, und das war es dann auch schon wieder für diese Lesson. Wir haben jetzt in der vorigen Lesson gelernt, wie man Eigenschaften und Funktionen einer Superklasse in einer Subklasse überschreiben kann. Und jetzt wissen wir auch, wie man das explizit verhindern kann, wenn man das eben nicht möchte. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr wisst ja auch, bei Fragen und Problemen gerne jederzeit in die Kommentare. Dann widme ich mich dem Ganzen so weit und so gut das geht. Ja, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in einer nächsten Lesson auch wieder mit dabei seid. Also, in diesem Sinne, ja, macht's erstmal gut. Ciao, Freunde.